Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Bike Festival in Villingen und wie wir es immer so machen, nehmen wir euch so auf so einen kleinen Rundgang mit. Guck mal, was wir so finden an den verschiedenen Ständen. Es ist eine super schöne Stimmung, total relaxed und trotzdem ja gleichzeitig irgendwie viel los. Wir gehen mal los und checken mal ab, was hier so gibt. So, wir sind gerade bei Giant am Stand und ich finde immer besonders bei Giant gerade die Lackierung einfach mega schön. Ich meine, schaut euch die Lackierung an, aber da hinten steht auch noch ein neues Enduro-Bike und das Downhill, das Glory. Auch hier finde ich wieder die Lackierung einfach richtig, richtig sexy. Und, kommt mal gucken, einfach ein Nakidai-Sticker drauf. Ich weiß nicht genau warum. Wer ist dafür verantwortlich, dass da der Sticker drauf ist? Ich weiß es nicht. Das Glory gibt es ja auch noch in einer anderen Farbe. Da finde ich das persönlich noch schöner als in dem Bunt. Aber ich bin ja eh nicht so der Typ für bunte Farben. Aber echt, auf jeden Fall bei den Lackierungen, da geben die sich immer hier richtig, richtig Mühe. Michi, die haben Fahrräder für dich hier extra stehen und ein Parcours. Kannst du mal vielleicht eine Runde drehen? Der Pumptrack ist mega eng, ne? Oder bilde ich mir das ein? Also schmal. Oh man, oh. Leute, vielleicht erinnert ihr euch noch, der Flo ist wieder hier. Hi. Von der DIMP. Wir können mal kurz mal die Chance nutzen und fragen, wie sieht's aus beim Bundeswaldgesetz? Ja, wir haben ja für Anfang Mai mit einem neuen Referentenentwurf gerechnet. Bis jetzt ist nichts gekommen. Wir warten da jetzt auch gespannt drauf. Wir sind vorbereitet, ne? Wenn was kommen sollte, dann geben wir da auch unseren Input zu. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten leider. Neues gibt's noch nicht. Dann DIMP Bikepark Rureifel, lief gut? Ja, Eröffnung war mega gut, waren super viele Leute da und wird auch mega gut angenommen. Und ja, ich war selber vor Ort, hat richtig Bock gemacht und Wetter war super. Der Uphill ist knackig, da muss man schon ein bisschen für reintreten in die Pedale. Aber sonst, Strecken sind schön, macht Bock und ja. Ja, mega. Ja, wir haben es leider noch nicht geschafft, wir müssen immer noch nachholen. Aber wir nehmen auf jeden Fall das E-Bike mit, denke ich. Weil ja, würde ich empfehlen. Ja, ne? Ja. Ja, heute und das ganze Wochenende hier auf der kleinen Expo beim Bike Festival in Villingen. Schaut auf jeden Fall bei der DIMP mal vorbei. Gibt Flyer, gibt Sticker. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da könnt ihr mehr erfahren. Vielleicht Mitglied werden, wenn ihr Bock habt. Mitgliedschaft kostet bei euch 28 € im Jahr. Basismitgliedschaft für eine gute Sache. Also weniger, glaube ich, als so ein Halbtagesticket hier in Willingen im Bikepark. Ja, das weiß ich leider nicht. Ich habe nie eins gekauft, aber. Ja, wünsche euch viel Spaß noch. Wir gehen eine Runde weiter. Ja, cool. Wie läuft's? Ganz cool. Gut. Ja, macht Spaß. Macht Spaß? Ja, wirklich. Ich sah zwar aus wie eine Sau und dreckig war ich auch. Aber es war auf jeden Fall echt spaßig. Aber Leute, hier oben ist der Start. Wir dachten uns, wir gehen uns jetzt mal ein bisschen was vom Seeding Run angucken. Das Rennen ist morgen, aber Seeding Run ist jetzt gleich und das Wetter ist perfekt. Es soll, glaube ich, erst, wann soll es regnen? Mein Wetter hat gesagt 16, 17 Uhr eventuell, aber sieht gut aus bis jetzt. Ja, der im Lift hat gerade eben gesagt um 15 Uhr. Ja? Das wäre in anderthalb Stunden. Aber wir hoffen mal, es bleibt trocken und wir können ein bisschen was von der Strecke angucken. Hält
So Leute, wir laufen jetzt gerade wieder runter. Einmal die Downhill komplett runtergelaufen. Das letzte Stück haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Und ich muss echt was essen schon wieder, ne? Du wolltest ja kein Frozen Joghurt. Ja, Frozen Joghurt ist ja auch kein Essen. Doch, mit Keksen. Also ich muss sagen, die Strecke hier gefällt mir bis auf eine Aufnahme besser als die in Winterberg, was ich so bisher gesehen habe. Aber es ist krass, wie viele Krankenwagen, Helikopter, Notarzteinsätze sind. Also das ist wirklich brutal. Also keine Ahnung, ob das normal ist. Ich habe jetzt noch nie so hautnah jetzt so ein Rennen hier angeguckt. Aber auch so ein Rettungssanni, der war schon ziemlich gestresst, ne? Ja, ja, der stand ja da und wusste gar nicht mehr, ne? Direkt der nächste Einsatz. Ja. Das hat irgendwie gar nicht mehr aufgefüllt. Ein Einsatz nach dem anderen. Und alles so auch in der gleichen Sektion immer, ne? Da, ja, wo es ja so steil war mit den Steinen. Ja, ja, ja. Also war auf jeden Fall irgendwie eine krasse Nummer. Und da stellt sich dann mir die Frage, ne? So, hey, ich habe schon irgendwie Bock, wenn ich das so sehe, aber dann denke ich mir auch so, wieder brauche ich dieses Risiko, ne? Also, wie bist du da so eingestellt? Ne, ich habe ja schon gesagt, also ich fand, da war eine Stelle, die war sehr super steil und da musste man über so einen Stein drüber rollen. Und danach ist so direkt so eine enge Kurve gewesen. Also das wäre für mich schon ein Grund gewesen, das Rennen einfach gar nicht mitzufahren. Weil ich finde, da ist das Sturzrisiko viel zu hoch. Ja, andererseits gibt es halt auch genug Leute, die einfach übel Spaß daran haben. Also haben wir den Dennis oben getroffen. Dennis hat halt einfach übel Spaß daran, ne? Ja, aber der, ich rede ja jetzt von mir, ne? Aus meiner Skill-Perspektive. Der Dennis ist ja übelst crazy drauf. Oh, hier kommt schon wieder jemand gefahren. Muss da kurz Pause machen, Leute. Da kam jemand mit dem Quad, mit einem Fahrrad von irgendwem runtergefahren. Ja, genau das meine ich halt, ne? Das ist schon krass. Also man sieht einfach, wie gefährlich das Ganze ist, was wir da machen. Das darf man auf jeden Fall irgendwie nicht vergessen. Und wenn man das nur als Hobby macht, muss man irgendwie mal gucken, dass das alles in einem Rahmen bleibt, finde ich. Ich kann diesen Adrenalinkick und diesen Reiz an den Rennen fahren, kann ich schon verstehen, wenn ich da die Leute sehe, wie die Leute sich anfeuern, die Racer im Team dann. Also ich kann das schon alles nachvollziehen, auf jeden Fall. Naja, wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter runter und dann gehen wir mal auf die Expo, dann gucken wir mal, wie viel Uhr es ist. Und vielleicht fahren wir noch ein Ründchen, ne? Schauen wir mal. Wir sind gerade am Stand von Radon Bikes und hier stehen alle neuen 2024er Modelle. Auch Gravel Bikes und sowas, aber sowas bin ich ja tatsächlich noch nie gefahren. Das neue Slide Trail steht hier neben mir. Dann die neuen Farben vom Radon Render. Das ist jetzt das 9.0 Modell. Ich habe ja aktuell das alte 10.0er, aber es gibt ein paar neue knallige Farben. Ich glaube, die Ausstattungsvarianten haben sich sonst nicht so krass verändert. Hier nebenan steht das Radon Deft noch. Dabei wusste ich noch nicht, ob jetzt immer schon dieser fette Dämpfer da drin gewesen ist. Aber naja, außerdem steht da auch noch das neue Radon Jab. Aber wir gehen mal kurz einmal rüber zum Deft. Sozusagen der große Bruder vom Radon Render. Finde ich auch ein mega schickes Bike, sieht ein Ticken anders aus. Man könnte es auf den ersten Blick mit dem Render verwechseln, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man doch, dass es ein bisschen verändert ist und halt auch natürlich ein bisschen dickere Komponenten dran sind. Jetzt hier im Hintergrund haben wir das brandneue Radon Jab. Das Radon Jab ist jetzt mittlerweile Mallet aufgebaut und hat jetzt vorne halt 29 Zoll. Ich bin ja bisher nur die 27,5 Version gefahren und als Mallet-Bike bin ich das noch gar nicht gefahren. Außerdem hat es ein tolles Feature, nämlich hier unten so eine kleine
ja, so einen kleinen Mini-Kofferraum, wo man ein bisschen was verstauen kann. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, da kann man dann so ein kleines Täschchen reintun, einen Schlauch, einen Snack und so weiter. Ja, hier steht jetzt natürlich auch noch die Top-Ausstattung. Ich finde in der Farbe, auch mit dem Logo jetzt hier unten mit dem Jab, finde ich schon richtig, richtig schick, richtig gut gelungen. Ich hoffe, ich kann morgen mir vielleicht eins ausleihen und das auch mal Probe fahren hier im Park, weil da wäre ich echt hype drauf, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und dann kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Hey, es reicht jetzt mit Arbeiten. Ja, ich mache nur noch schnell fertig, damit für die Leute morgen das Video schon online ist. Okay. Leute, ja, der Tag war anstrengend, aber schön. Viele nette Leute kennengelernt, viele nette Leute von euch wieder getroffen. Irgendwie, das gefällt mir echt an den Festivals am besten. Ja, ich mache gerade das Video fertig, damit das ja, morgen, also Sonntag, heute Samstag, schon online ist im Optimalfall. Ich hoffe, das klappt alles. Und ja, dann sehen wir uns bald in den nächsten Videos. Wir müssen jetzt gleich die Wespe hier entsorgen. Ich weiß nicht, wie wir die einfangen sollen, aber irgendwie müssen wir es schaffen, ohne sie zu töten. Die ist voll lieb, ne? Ich weiß nicht, hier sieht man sie ein bisschen. Aber der Fokus will nicht so ganz auf sie drauf. Ja, das ist, weil da so ein Netz ist und sie will raus in die Freiheit. Ja, wir befreien sie jetzt. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen und schreibt mir, wie euer Festival war, falls ihr da wart. Und ja, wir gehen jetzt mal rüber zu den anderen, zum Naki Dai. Der hat hier eben schon geklopft und dachte, wir pennen schon. Und chillen jetzt noch ein bisschen mit denen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video.